Hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht zu abonnieren, dann verpasst du auch nichts mehr. Und weiter geht's in meiner tollen Stadt Decoria. So, letztes Mal haben wir den Kram hier gemacht. Und zwar haben wir jetzt einen wunderschönen Strand, so halbwegs, mit, wo die Leute ein bisschen chillen können, ein bisschen sich erholen können. Und plus ein wunderschönes Restaurant-Pier, was auch relativ cool ist. Bringt zwar nichts an der Stelle, ehrlich gesagt, weil es gibt ja immer so ein... wo ist es? So ein Bonus. Achtung. Und da ist so gut wie nichts drin, wenn man mal genau guckt. Okay, die Häuser da vorne, aber die sind so weit weg, dass das eigentlich nichts bringt. Okay. So, was ich aber ganz gerne machen wollen würde, wäre, dass wir das hier langsam klein bekommen. Das heißt, wir werden jetzt hier langsam Wohngebiete setzen, die da auch bleiben, mehr oder weniger. Und das hier nach und nach dann löschen, dass wir dann hier eine schöne Stadt hinmachen, einen schönen Hauptbahnhof, so eine Art, oder beziehungsweise großen Bahnhof, der dann auch an verschiedenen Stellen ist. Also man hat ja relativ viele große Flächen hier, ich glaube hier, hier, hier und da. Hier zwischen könnte man noch Industrie ansiedeln, weil da ist auch eine fette Autobahn zum Beispiel und dann kann man da einiges machen. So, jetzt geht aber Folgendes vor und zwar hier. Hier, die habe ich mal hingesetzt. Ich glaube, das ist Plopping versus Zoning. Ich glaube, das war so der Name. Gab es auch mal auf dem offiziellen City Skylines Kanal. Und im Normalfall würde ich jetzt hier echt erstmal normale Zonen hinmachen und gucken, was passiert, wie es halt aussieht. Hier oben habe ich die alle mal ein bisschen zusammengeschoben. Da sind auch gar keine Zonen mehr, wenn man mal genau guckt. Und das Coole ist, man kann die Häuser dann so schieben, wie sie möchten. Die gehen trotzdem nicht weg. Und wenn da Einwohner das Haus benötigen, ziehen die da ein. Also die Häuser gehen auch nicht kaputt, weil die halt historisch sind. Sind aber eher auf voller Stufe an der Stelle. Da nicht zum Beispiel, da auch nicht. Und jetzt ziehen die nach und nach hier ein. Da müssen wir da halt nochmal ein bisschen setzen und gucken, wie wir das am besten machen. So, jetzt geht's hier auch weiter. Ich glaube, bis hier vorne ziehen wir jetzt nicht unbedingt, nicht bis in das tolle Gebiet da oben rein. Hier könnte man eventuell noch einen kleinen Parkplatz bauen für die Autos, die hier sind. Da würde ich aber fast schon sagen, da nehmen wir einen Parkplatz, der schon vorgebaut ist. Also nicht das Ding, was wir bei der Kläranlage benutzt haben, sondern einen ganz normalen. Die sollten aber dann hier sein irgendwo. Achtung. Ah, hier. Parking Lot. Macht, glaube ich, an der Stelle auch viel Sinn, so gesehen. Sondern mal gucken, dass wir jetzt hier nicht... Ah, das sind die, die so blöd aussehen, ne? Hallo? Ich wollte die löschen. Dankeschön, Junge. So, also die müssen auch komplett raus eigentlich, weil die so blöd aussehen, wie gesagt. Anderes Parkgedöns habe ich gar nicht, ne? Außer das Parkhaus, was warum ein bisschen zu groß ist für den Bereich hier. Deswegen lasse ich das da mal weg. Vielleicht... Ja, das ist auch so klein, ne? Da können, keine Ahnung, 9 Autos von 3 Behinderten parken. Das ist ja auch Quatsch. Müssen wir dann doch wieder dieses andere Ding nehmen? Ne, erstmal nicht. Lass jetzt erstmal hier wachsen. Parkgedöns kann man nachher noch einbauen. Genauso wie Bäume und Dekorationen. So, was fehlt denn hier generell noch? Strom. Lass ich mal netterweise. Sekunde. Einmal von der Seite ankommen, dann kann nämlich das hier weg und wir können hier ein bisschen freier bauen. Und ich denke mal, dass sich das hier auch so ein bisschen entschlacken wird. Vielleicht machen wir so, dass hier nicht unbedingt Autos abfahren können oder gewisse Arten von Autos. Dann fahren die halt hierher, fahren in den großen Kreisverkehr, der deutlich mehr ab kann und fahren dann von dort aus dahin, wo sie hinwollen. Jetzt ist natürlich das Industriegebiet noch sehr heiß im Kommen. So, Kläranlage kann da auch weg. Dafür haben wir die große hier am Rand. Im Nebel. Komplett autonom mit Solarfeldern. Ich glaube, die machen viel zu viel. 29 Megawatt. Ah, vielleicht entfernen wir davon mal irgendwann eins. Aber egal, brauchen wir im Moment nicht. Und wir haben auch noch genug Plus. Also wir können echt ein bisschen rumspielen mit den ganzen Gebieten hier. So, da ist die Autobahn. Da möchte natürlich jetzt nicht unbedingt jemand wohnen. Aber wir müssen natürlich trotzdem irgendwie hier Häuser hinbekommen. Und wir nehmen natürlich... Ich weiß noch nicht, was für eine Straße wir hier nehmen. Wir haben so viele Straßen zur Auswahl. Wir könnten natürlich hier in dem Bereich Straßen mit einem grünen Mittelstreifen nehmen oder Straßen mit Bäumen. Oder man macht halt nur die Hauptstraße mit Bäumen und die Nebenstraßen mit einem Grasstreifen zum Beispiel. Ach krass, hier kann man sogar da drunter setzen. Und das ist ja dann so eine Art, ja, keine Hauptstraße, aber schon eine große Straße hier. Und die bringen die Leute auch weiter auf jeden Fall. So, da haben wir Straßen ohne Markierungen. Die fand ich eigentlich auch ganz geil. Die könnte man eventuell auch nochmal hier hinsetzen.
Weil es da halt eine sehr verkehrsberuhigte Zone ist. So. Und wo wir schon mal dabei sind, grüne Streifen. Ja, jetzt ist die. Guck mal, immer dieses Blitzen. Blitz! Blitz, weiß ich, wo dran es liegt. Blitz. Wurde mir schon 10-mal geschrieben. Peter übersieht manche Sachen einfach. Aber trotzdem danke. Ich weiß warum. Ja, weil wir unterirdisch waren. Okay. Jetzt habe ich es auch verstanden. Dankeschön. An dieser Stelle. Ein Spaß. So. Natürlich kann man auch mal eine gerade Straße irgendwo machen. Direkt so neben der Autobahn. Ja, komm, die können wir eigentlich bis hierhin führen. Kommen dann sehr viele Bäume zwischen und da sind dann, glaube ich, jetzt keine Wohngebiete. Ich glaube, da machen wir auch ein paar Gewerbegebiete. Oder wir machen da wirklich Wohngebiete hin, weil hier so eine Art kleines Wohngebiete, kleiner Wohngebietbereich ist. Auch wieder ein bisschen anders als der da hinten, weil der da hinten war immer mit so Mini-Kreisverkehren. Die haben wir jetzt hier nicht. Aber muss man ja auch nicht. Ich will ja sowieso alles ein bisschen anders haben. Ob es jetzt effektiv ist oder nicht, wird sich zeigen. Obwohl Effektivität ist ja eigentlich relativ egal. Wenn wir es mal genau nehmen. Sagte er und guckt, dass wirklich alle Wohngebiete hinpassen. Das mache ich aber nur, damit die Häuser auch dahin gehen. So, machen wir hier nochmal eine Street vorbei. Dann können wir das erstmal abschneiden. Ah, das, den auf F-Hub habe ich auch noch nicht drin, ne? Habe ich ja erst seit, keine Ahnung, ein paar Monaten auf der Taste. Und wo ein paar Monaten ist übertrieben. Manche haben von dem Debitor-Kanal auch noch gar nicht mitbekommen, dass es einen City Skyline-Kanal gibt. So, ich habe die auf dem Kanal verlinkt, die ganzen Dinger. Ich habe die in der Videobeschreibung verlinkt. Aber trotzdem haben letztens Leute gefragt, von wegen, ob ich mal wieder City Skylines bringen kann. Also da hört es dann bei mir auch irgendwo auf und erkläre es dann auch nicht weiter. Das ist dann halt so, dass die dann nicht so gucken können. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. So. Warte, hier wollen wir nicht so weit. Ne, warte, hier vorne nicht. Hier auch nicht so weit rein. Kleine Gebäude rein. Hier ein bisschen dickere. So, da haben wir doch schon mal ein bisschen was. Dann kommen nachher noch ein paar Parks rein. Normalerweise wurde mir gesagt, erstmal Wege setzen, dann Parks rein und dann die Leute einziehen lassen. Aber ich lasse die Leute mal erst einziehen. Und mache die dann wieder weg. Weil ich dann sage, ah, da muss noch ein Weg hin. Sorry. Ah, sorry. Ja, das war ja auch ein mega kleines Haus, darf man nicht vergessen. Hier direkt an den Bürgersteigen. Ah, hier mache ich das auch immer gerne, wenn sowas ist. Ah, passt sowieso gerade mega gut hier hin. Zack. Alles klar, der passt da auch. Da ist der Weg. Hier könnte man auch noch einen Weg machen. Eine Schule würde sich hier auch anbieten. Ich glaube, die setze ich aber irgendwo hier hin. An der großen Hauptstraße. Genau wie Polizei und Feuerwehr. Die müssen ja auch wieder irgendwo zentral sein. Aber hier muss erstmal alles rein. So, wir nehmen nochmal ganz kurz Move It und kopieren mal ein paar Bäumchen. Das ist voll die gute Methode, ey. So. Ja, da sind ein paar Bäume. Hier müssen eh ein paar mehr hin, hier wo die... Ah, das ist aber zu viel. Das ist zu viel, meine sehr verehrten Zuschauer. Da müssen wir mal ein bisschen anders drehen. So. Guck mal. Top, oder? Einfach geil. Und da auch nochmal. So. Steine könnte man da theoretisch nachher auch nochmal reinballern, damit da halt ein bisschen mehr Abwechslung drin ist. Aber erstmal so, wie es ist. Hört man ja keinen Ton mehr? Oder hatte man keinen Ton bei den Bäumen? Ich glaube nicht. Ich glaube vielleicht doch. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ja, vielleicht aber auch nicht. Ah, da war der Ton wieder. Nein, jetzt bin ich in diesem Modus. Vielleicht ist das besser, weil man dann die Farben nicht erkennt und einfach willkürlich drauf losklickt. Ah, jetzt sind wir wieder normal. Okay. Okay, dann kopieren wir den hier. Hallo. Oder war das, ne, da war nicht derselbe, ne? Sieht nur so gleich aus, irgendwie. Zack.
Das ist schon ein mega großer Fortschritt bei mir. Also wer meine Let's Plays kennt, weiß, dass ich eigentlich auf den anderen Maps immer nur eine Baumsorte hatte. War zwar echt sehr schade, aber ich hatte wirklich alles voll mit Buche. Wo ich mir irgendwann so dachte, so, Alter, was machst du denn? Und dann dachte ich mir, jetzt sind schon überall Buchen, dann lassen wir die jetzt auch. So. Ah, nicht die beste Variante, da Bäume hinzumachen. So, jetzt können wir hergehen und ein bisschen verschieben. So, mit dem bisschen... Also dann ist einmal diese Kopierung so ein bisschen aufgehoben, weil man sonst ja immer dasselbe Schema hat. Und zum anderen sind die auch ein bisschen weiter weg von der Straße. Und wo wir schon mal da sind, machen wir in dem Bereich natürlich auch noch Schallschutzwände hin. Gerade da, wo so viele Leute wohnen. Schallschutzwände for the win. Ich weiß, die Folge ist wieder ein bisschen schneller als sonst, aber ein bisschen faster and furious zwischendurch. Ist halt so, also ist total unterschiedlich, ne? Autobahn in zwei Richtungen mit Lärmschutz. Ich glaube, eine Auffahrt gibt es gar nicht mit Lärmschutz, oder? Nee. Leider nicht, oh. Leider nicht, nur die normalen Autobahnen gibt es mit Lärmschutz, aber die ist erst hier. Da macht es dann keinen Sinn mehr. Ärgerlich. So. Sollen wir hier eventuell noch eine Brücke drüber machen? Eigentlich finde ich das ganz cool, wenn hier eine Brücke ist. Mit einer Two-Lane, nein, kein Highway. Was haben wir denn noch für Brücken? Was könnte man da drüber für eine schöne Brücke bauen? Wobei Brücken ja eh immer komplett anders aussehen, deswegen ist es absolut egal. So, wir nehmen die dann einfach. Und machen von dort an. Ach, jetzt geht's ab, pass auf. Warte. Ah, geht auch, glaube ich. Guck mal, die sind schon versetzt. Geht schon mal gar nicht. Nee, ich dachte, man könnte jetzt schön so ein Grid da drüber, beziehungsweise schon mal die Markierungen setzen, aber nein. Geht denn nicht? Oder wir machen... Ah, ich habe eine Idee. Wir nehmen jetzt einfach das hier. Müsste sich doch eigentlich von da drüben... Ah, nee, geht auch nicht. Okay, vergessen wir das. Einfach vergessen. Das wäre echt blöd, ne? Wenn man mal ganz genau bauen möchte, dann hakt es da irgendwo ein, wo es nicht einhaken soll. Und auch hier diese 90 Grad sind zwar schön, aber das Ding ist ja halt ein bisschen schief, ne? Machen wir mal so. Und dann hoch. Vielleicht so 8. Boah, das ist aber mal eine mega dünne Brücke. Alter. Und das ist eine Entfernung von auch 8. Und wir sind wieder auf dem Boden der Tatsachen. Hä, war doch keine 8er Entfernung da? Ah nee, er hat hier das... Alter, warum hat er das denn so hochgesetzt? Warte, folgendes. Hier bis da sind 8. Nee, hat er wieder gemacht. Er hat es wieder getan. Mann, Mann, Mann. Dann andersrum. Das wird gelöscht. Ah, das sind aber keine 8. So, warte, warte, jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir es gleich. Haltet euch fest. Ne, auch nicht. Alter, ist das bescheuert. Ich versuche doch nur dieselbe Abfahrt zu machen auf der anderen Seite wie hier. Warte, ich hab jetzt die Idee, das ist 7 lang. Pass mal auf. Jetzt kann die Brücke mich mal aber richtig hart. Ich baue jetzt einfach hier eine neue Brücke. Pass mal auf, jetzt geht ab. So, wieder 8. So, das ist jetzt mal eine Brücke, oder nicht? Warte, das war 4 lang. Und da die Brücke eigentlich so kacke aussieht, machen wir die mal ein bisschen dicker.
Was ist das für eine Spur? Four Line Asymmetric Road. 3 plus 1. Ah, ist die geil? Mal gucken. Ach lol, eine in die eine Richtung und drei in die andere? Das ist ja mal mega krass, Alter. Kann man echt machen, je nachdem, in welche, wo vom Wohngebiet in die andere, brauchen wir wahrscheinlich eins. Ne, weiß ich auch nicht. Also das ist zwar geil, macht jetzt aber an der Stelle keinen Sinn. Müssen wir uns mal merken. Ja, nehmen wir das doch. Das ist doch cool. Lass mal hier mal stehen, für alle Fälle. Ne, warte, mit Baum will ich nicht. Will nur die Brücke. Aber die andere Brücke muss erstmal weichen. Dann nehmen wir die Brücke. So. Glaube ja. Könnte man fast auch schon hier so rüberbauen. Voll genial eigentlich. Aber lassen wir nochmal. Wir haben ja da unten stehen für alle Fälle. Falls wir noch eine Brücke brauchen, können wir die ganz gerne da unten wegnehmen. Jetzt haben wir hier erstmal eine coole Überfahrt. Mit diesen tollen Grasdingern. Obwohl hier nicht. Hier wollte ich einmal so machen. Ja, und dann so weiter. So, kann man hier rüberfahren, wenn man möchte, und kann dann die Autobahn überfahren. Nennt man das so? Glaub schon. Hier müssen nachher noch Bäumchen hin. Ich überlege auch gerade schon, wo der Campus hin soll. Den brauchen wir auch schon langsam. Wir bekommen ja immer mehr Einwohner, immer mehr Kohle. Und dann wäre eigentlich ganz geil, wenn wir einen Campus haben. Und ich überlege auch gerade, wo noch ein paar andere Gebäude hin müssten. Also Gewerbegebiete zum Beispiel. Hier wächst es ja gerade auch fleißig. Parks fehlen hier auf jeden Fall noch. Ich könnte mal einen Park hier setzen. So ein großer Spielplatz vielleicht. Den kann man nur nirgendwo setzen, weil der so riesig ist. Da, ja, super toll. Ah, hier. In das Wohngebiet kann man den reinsetzen. Hab ja nicht viele Häuser geopfert dafür. Oh, das ist aber wenigstens gut, einigermaßen. Die Wege sich so halbwegs da dran ziehen. Jetzt geht's hier auch ab. Jetzt wohnen hier bald auch mehr Leute. Und hier drin machen wir mal die Zuordnung weg. Und am Rand machen wir die... Ah, warte mal, hier die Ecke nicht. So. Spielplatz schön in der Mitte und ihr habt gehört, dieses Ding, Ding, Ding. Das heißt, die sind in der Hinsicht schon mal ein bisschen befriedigter. Da auch, man müsste eigentlich so viele Parks wieder bauen, ne? Wo man denkt so, nein, das ist doch nicht richtig. Hier ein Hundepark lassen wir nur überreden oder so, aber... Aber das war dann so. Boah. Ding, 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 ding. Die ganze Zeit so voll gut. So. Jetzt haben wir einen kleinen Bereich wieder vollgebaut. Wird natürlich nachher alles noch ein bisschen mehr dekoriert und auf jeden Fall ein bisschen anders gebaut. Wie schon erwähnt, das Ganze soll einfach nur ein bisschen anders sein als meine vorherigen Let's Plays. Ich glaube, das habe ich soweit geschafft. Und ja, bis zum nächsten Part, würde ich sagen. Dankeschön. Tschüss.